Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout New Vegas, unserem Adventure-Shooter-Let's Play-LP. Das ist doch in keinem Universum ein Adventure. Klar. Oh, du redest mir. Ich meine, klar, du erlebst ein Adventure, aber ein Adventure ist was anderes. Ich erlebe ja ein Adventure mit euch, Baby. Müssen wir noch ein Adventure spielen, dann weißt du, was ein Adventure ist. Adventure. Adventure. Hier. Und so, ich will zu dem Ort hier. Wie komme ich da hin? Ich gehe mal hier hoch. Laufen. Ja, von hier bist du gekommen, ha? Vielleicht war Kevin einfach nur unaufmerksam. Das kann nie sein. Wir sehen ganz schön affig aus. Warum haben wir eigentlich uns so geht hässlich gemacht? Nach Norden, um diesen Haufen Felsen herum. Nein, ich gehe nach Süden, um diesen Haufen Felsen herum. Weil wir keinen Helm aufhaben. Ach so. Meinst du, oder? Nee, ich meine generell, unser Charakter ist irgendwie ganz schön hässlich. Das habe ich am Anfang gedacht, ne? Aber man konnte euch ja nicht mehr davon abhalten. Nö. Nee, aber wir hatten ja dann eh meistens einen Helm auf, deswegen. Ist das alles halb so wild? Alles gar kein Thema hier. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Gehst du halt und gucke mal ein bisschen die Aussicht an. Ja, nee, das habe ich schon gemacht. Nee. Hier ist auf jeden Fall noch ein Feind, also. Die Waffe wegstecken ist nur begrenzt gut. Aber das ist doch unser Feind gewesen. Jetzt nicht. Vielleicht mehr. Sind die Yao Guis hier doch nicht unsere Bros. Kojotenbrutmutter. Die sieht fett aus. Wie nennst du mich? Fett oder Kojotenbrutmutter? Kannst du es aussuchen? Ich finde, Kojotenbrutmutter geht ja noch, aber fett geht zu weit. Das ist auch groß. Ich glaube, der DLC, dafür sind wir gnadenlos überlevelt. Aber ist nicht so schlimm. Finster? Es schifft! Es regnet das erste Mal irgendwie, oder? Ich glaube ja. Ja gut, wir spielen sonst nur Wüste, ne? Demokrat. Ja. Entdeckt. Und bei dir mit hier? Blumen. Hat sich gelohnt. Ist schon jetzt ein cooler DLC. Ja. Hier gibt's Blumen. Hier gibt's Blumen ohne Ende. Hier geht's hoch. Oh, ho, ho. Ho, 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 ho. Unsichtbare Mauer? Coincidence? Nee, I don't think so. Nee, das sieht so aus, als wär's gewollt. Uiuiui, eine Steinplattform. Jetzt müssen Robert voll runterplatschen. Das wäre lustig. Ja, wäre es wirklich. So, da drüben ist das Flugzeug. Da ist eine Brücke. Steine. Steine. Robert, das haben wir alles schon mal gesehen. Ja, nee, Robert zeichnet sich jetzt im Kopf eine Karte. Ach so. Weil er weiß nämlich nicht, wie der Pip-Boy aufgeht. Ich habe einen Fax bekommen. Schön. Von wem? Warte. Soll ich es vorlesen? Muss nicht. Eine E-Mail. Von Tour direkt. Kenn ich nicht. Nee, ich auch nicht. Jetzt unterhalten wir unsere Zuschauer weiter. Es ist nicht Zeit für Privatmails. Es ist ja Arbeit. Ja, entschuldige. Wenn du nur Arbeit Mails checkst, dann gibt es eine Abmahnung. Bei der zweiten Abmahnung wirst du entlassen. Ja. Ohne dass die anderen Späher mich sofort anschreien. Ohne Rückkaufrecht. Ich kann es kaum erwarten. Siehst schon so aus. Da lacht er. Ja. Du wärst mal ein guter Chef. Ja, ich weiß. Du warst so richtig Grumpy Cat als Chef. Ich glaube, der Chefposten wäre mir einfach viel zu stressig. Dir wäre alles zu stressig. Das, nö, das kann man so nicht sagen. Ja, aber du bist. Oben, kann ja mal aufhören zu reden. Muss, sieht man von hier aus viele tolle Orte. Leider nicht. Na dann zeig mal. Das Na? Ist der Pöhlberg. Nein. Im Hintergrund, auf der anderen Seite, sehen wir Augustusburg. Ah, während Windows Mats 8 Skin hat angekündigt. Aha. Aha. So. Wieso kriegt man denn für sowas eine Notification? Tja, weil Windows dafür bezahlt hat. Vor allen Dingen hast du doch kein Windows 8 drauf, oder? Nee, aber der Metro, der Steam. Ach so, Skin der ist für Windows 8. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, der sagt, das Design von Windows 8 gefällt mir echt gut. Und ich finde es auch sehr super, dass sie das mit Windows 10 noch konsequent weiterentwickeln. Ja, das stimmt. Und ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen Menschen, dem die Icons, die bis jetzt raus sind, echt gut gefallen haben. Wo alle gegen Sturm gelaufen sind und gesagt haben, das sieht ja aus wie Windows 98. Nee, sieht's nicht. Ja, gut, das ist auch immer ein bisschen Geschmackssache, ein bisschen Gewohnheitssache. Klar, für viele ist es neu und da ist erstmal alles, was neu ist, erstmal prinzipiell scheiße. Ja, es gibt ja wirklich manche, die sagen, will ich nicht. Kann ich nicht, brauche ich nicht, es ging doch schon. Das ist ja so der Standardspruch, wenn manche Leute sagen, wo es ging ja schon immer so, warum macht man denn jetzt was anders? Ja. Die haben ja prinzipiell erstmal recht. Die Devise aber
sagen wir mal, auf die Menschheitsgeschichte bezogen, immer angewandt hätte, würden wir jetzt noch in Höhlen sitzen und irgendwas an die Wand malen. Richtig. Ich kann aber gar nicht malen. Ja, das wäre Kevin nämlich in der Gesellschaftsform der absolute Loser. Der hätte da gar keine Chance zu überleben. Kannst du Mammuts jagen? Hab ich noch nie ausprobiert, könnte schwierig werden. Aber ich denke, Bären sammeln kriegst du vielleicht noch hin. Ja. So, also Kevin bleibt bei den Frauen. Cool. Während wir Mammuts jagen, obwohl ich mir das jetzt auch nicht so auf die Schnelle zutrauen würde. Da kann man aber ganz schön schnell... Also ich wäre der Höhlenmaler. Das stimmt, ja. Ich war schon immer so der Da Vinci, der Neandertaler. Natürlich. So, also, wir müssen nach Norden, ja? Ja. Geh nach Norden. Matze ist der Maler, du gehst in einen Wald. Bärensammler und Vermehrer und Robert ist der Jäger. Warum bist denn du der Vermehrer? Werden das entschieden? Ja, wenn ich bei den Frauen bleibe, was denkst du, was wir den ganzen Tag machen? Nicht nur Bären sammeln. Klar. Na, fast da. Was soll denn unsere Beilage fürs Mammutsteak werden? Ich soll jetzt nach Süden gehen. Die ganze gehen. Zeit die Frauen beglückst. Nee, so läuft das nicht. Nee, um Gottes Willen. Das war nicht der Plan, Kevin. Doch. Nein. Könnt ihr gar nichts dagegen machen. Nein. Doch. Na doch, also komm, was dagegen machen. Nein. Doch, hast du gerade gesagt. So, wir sollen nach Süden gehen. Mhm, machst du gut, das ist Südwesten. Ist doch egal. Das ist Südosten. Dafür habe ich einen ausgehöhlten Fels gefunden. Wow, mit einem Eichhörnchen drin. Nimm mal alles mit. Komm, alles gut gebrauchen. Eichhörnchen Fels, jetzt habe ich Hunger drauf. Yummy. Ach, jetzt ein Eichhörnchen, ne? Ja, jetzt ein Eichhörnchen. Oh. Oh, so ein Schillen vom Grill. Das wäre was. Das sieht so aus wie so ein Wanderpfad hier. Ich dachte, da Wandereichhörnchen. Ich war mir jetzt auch kurzzeitig des Kontextes nicht bewusst. Ja, Robert springt manchmal. Kontext? Stehst du in den genau. Inhalt, Zusammenhang? Was? Red Deutsch mit mir. So, oh, hier geht's zum Campingplatz. Ja, das ist Zeichen für Campingplatz. Das ist ein Fisch. Achtung, Wasser. Fisch. Was Fantasie, ey. Fisch. Da war es Achtung Wasserzeichen. Ja. Gesehen? Ja, und da war ein Fisch drin. Guckst du, siehst da, du die Achtung Wasser. Hier. Laut Schamanen genau da. Sind das die Seelen der Feinde. Das ist ein Einhorn. Ach nee. Joshua sagt, ich sehe keine Toten Wachen. Wie ernst uns der Kampf gegen die Weißbeine ist. Ranger Substation, da gehen wir nochmal hoch. Jetzt hast du ja wieder dein offenes Gebiet. Ich glaube, das hier, da kann man sich gut. Ja, machen. Auf jeden Fall. Ein Gegner. Just saying. Uiuiuiuiui. Ja, der Wüstenpferde. Oh Gott. Ach, das ist ja unser, keine Sorge, das ist nur Schulter-MG. Ah, gut, ja, das beruhigt mich tatsächlich. Auch wenn man jetzt natürlich anführen kann, dass das MG ein bisschen overpowered ist für zwei Riesenschrecken. Nee. Aber ist cool, ich will deine Methoden nicht in Frage stellen, auch wenn ich sie sinnlos finde. Das wird nicht so, wie du das machst. Das war eine Blähfliege. Blähfliege? Wie machst du das? Eine Blähfliege. Ah, cool. Ja, no scope, 360, Shotgun kill, yo! Das ist ein Skorpion. Wir haben ewig keine Skorpione mehr gekillt. Umf, geh, Skorpion Noob! Zimmer die Ruhe ist! Man müsste vielleicht dazu sagen, dass Skorpion auch. Oh, okay, 18 Akimbo! Mars Warfare ist immer awesome Teil! Best COD EU! West! Ja, muss mit dazu gesagt werden. Jojo. Wenn ich Nicht kann dann kriegst du ein 360 Akimbo Messer in deine Brust. Ein 360 Akimbo Messer in deine Brust. Ja. Geneifkillt, alles klar. Ja, nee, das sind ganz neue Seiten, die sich hier mich öffnen. Die Schiere mich öffnen, Salat komplett. Öffne dich mal, Robert. Ich öffne mich ja sowas von, also. So oft hast du mich noch nie erlebt. Ja, jetzt so. Dann nimmst du denn die ganzen Blumen mit? Ich bin ja heilauf begeistert. Tatsächlich. Du nimmst meinen Arbeitsplatz weg. Raus hier. Mein Arbeitsplatz. So, ich nehme jetzt den Hut mit, weil wir unseren Helm da gelassen haben. Das sehe ich auch noch nicht. Affig genug aus. Boah, Ranger Hut. Das sieht doch geil aus. Power Ranger Hut. Ah, das wäre cool. Ja, das wäre richtig geil. Ey, was ist das für ein Park Ranger mit so einem. Ich fand den Weißen immer gut.
Ich hab's nie gesehen. Oh. Der schwarze war aber auch cool, aber der weiße hatte immer so eine Sonderstellung. Der hatte irgendwie immer die Special Force. Geht's jetzt noch um Power Ranger oder reden wir über das Amerika der 50er? Es geht tatsächlich nur um Power Ranger, obwohl die vielleicht aus dem Amerika der 50er, eher nicht. Du redest die sind nur wahrscheinlich eher aus Japan gekommen. Wüstenpferde und Tränen voll. Du hast nie Power Ranger gesehen, Matze. Ich durfte nicht, meine Eltern lieben das für, ich zitiere Schnulli. Ja, es war auch Schnulli, aber... Nee. Also ich fand, es war sogar erzieherisch sehr wertvoll. Echt? Tatsächlich? Ja, ja. Warum? Sechs Jungs in engen Strumpfhosen. Siehst du, Kevin? Ja? Deswegen kriegen wir die Frauen. Weil du willst ja die sechs Jungs in engen Strumpfhosen. Genau. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Weißt du, wenn ich das an der Wand gemalt hätte, hätte das den späteren Menschen ziemlich zu denken gegeben. Hättest du das mal gemacht? Da drüben ist ein Wasserfall. Ist das Freund oder Fall? Zur Kenntnis, das ist Freund. So, wir müssen wieder auf unserem Pfad finden. Ich versuche abzulenken. Aber wir sind Pfadfinder. Ey, komm, der war... Also. Ich sag mal so, Rotation, Vorsprung, da können wir mal einen Gnadenstrich weglassen. Besser ist das. Ey, komm, da habe ich mir echt Mühe gegeben. Ja, um schlecht zu sein, ja. Wir müssen uns, wenn du so weiter vorlegst, müssen wir uns echt schnell Strafen ausdenken. Ich denke, bei 10 müssen wir der erste Mal. Also das denke ich auch, bei 10 schon, ja. Aber was ist dann die Strafe? Das wissen wir, das ist halt die Frage, ne? Also Ulla Paloma singen oder was? Vielleicht kann man das Ranking ja irgendwie online abrufbar machen oder so. Als Live-Hier-Ticker oder was? Ja, genau. Wir kriegen alle eine Push-Nachricht, wenn ich wieder einen Punkt gekriegt habe oder so. Push-Nachrichten sind gar nicht so schwer umzusetzen. Das Komplexe ist die App, die man dazu braucht. Ja. Ah, eine Toilette. Lass dir schmecken. Und nie so ein saures Klo gesehen. Da war Schokolade drin. Ja, ja. Die schmeckt ein bisschen komisch, ne? Ja, das war zartbitter. Oh, der Nachthimmel mit Sternen. Oh, das sieht richtig geil aus. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Mach ich gleich mal Quicksave. Das ist gar nicht mal so unrealistisch, denn wenn die Lichtverschmutzung zurückgeht im Laufe der Jahre, sieht man... Mit Sicherheit auch so viele Sterne am Nachthimmel. Mit bisschen Fantasie könnte das eine Eidechse sein. Ja, ich sehe es auch. Also ich erkenne nur einen großen Wagen und hier ist der Kasupaya. Da so. Also Robert fängt an, wir zu reden. Wir haben Robert. Kreative Sternbilder gesehen. Ach Robert. Verstehe ich nicht. Ich kann es immer sehen, wie es mir geht. Nee, verstehe dich nicht. Was? Ich glaube, wir verstehen uns gerade alle nicht. Auf den Konsens können wir uns einigen. Vielleicht sollten wir einfach alle mal gemeinsam neu starten. Aber jetzt und wie geht's euch? Wie heißt du? Ich bin Robert. Komischer Name. Ja, finde ich auch. Deine Eltern mal gefragt, was das soll? Das kann so echt gemein sein. Hast du jetzt? Hä? Hast du jetzt? Nee. Warum nicht? Warum denn? Hast deine Eltern gefragt, warum du Kevin heißt? Ja. Und, was sagen sie? Weil sie dich ärgern wollten oder was? Weil sie eigentlich erst Mathieu wollten, aber da war, glaube ich, meine Oma dagegen. Hast echt? Du eine gute Oma? Ey, ja. Wirklich wahr. Alter Schwede, also da musstest du mal von mir umarmen, dass du dich Mathieu heißt, du. Und meine, und wäre ich ein Mädchen geworden, dann würde ich Kerstin heißen. Ich hätte Anna geheißen. Also deine Eltern hätten dich Kerstin genannt, was ein absolut... für die Zeit standardmäßiger Name gewesen. Ja. Yep. Und kommt dann auf der Jungszeit auf sowas wie Mathieu. Ich glaube, meine Mom war das. Man muss nicht alles verstehen, Matze. Okay. Ist sie hoch? Ich glaube, irgendein Film oder so, deswegen. Das ist meistens sowas, ja. Aber normalerweise so Filmabwandlungen oder exotische Namen gibt es ja eher so im Bereich der reichen Leute. Ja, gut, aber Matthias ist jetzt nicht ein exotischer Name. Ich finde, es ist schon ein exotischer Name. Auf der anderen Seite würde das die Sache mit den Strumpfhosen erklären. Das ist auf alle Fälle kein typisch deutscher Name. Das soll ja an der Stelle gar nicht schlimm sein. Also ich bin schon immer ein Robot gewesen, sagt man. Super, das ist ein Geburt oder was? Ja. Nein, das ist der Name. Der war immer sicher. Der war immer sicher, der Name. Der war immer sicher. Achso. Mhm. Und dein Anna. Anna. Mhm. Und bei dir? Kann man mit leben. Ich glaube, ich wäre eine Sandra oder Sabrina geworden. Ich weiß Ach, das nicht. Ist ja ein hübscher Name. Ja, ne? Ist gar nicht schlecht. Ich glaube, ich wäre auch fast ein Martin geworden.
Dann war aber meine Tante auch schwanger. Das hast du schon mal erzählt. Und die wollten den auch Martin nennen. Das wäre ja blöd gewesen. Deswegen sind meine Eltern, glaube ich, umgeschwenkt auf Matthias. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Nö, ist völlig in Ordnung. Kann ich mit leben. Ja, hast du eine Wahl? Matze. Matze. Erstmal bitte was essen. Er das, hat das, den Monster Body. Das war in Rom richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Da war auch ein anderer Matthias dabei. Hm. Muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Bis zur 6. Klasse ungefähr war mein Spitzname Mathe. Warum? Hoffe, war halt so. Irgendjemand hat das mal, wie es halt mit Spitznamen ist. Irgendjemand sagt, das setzt sich durch und dann heißt man halt einfach so. Und dann ab der 6. Klasse hat sich Matze durchgesetzt, weil dann irgendjemand, das war genau das Gleiche. Irgendjemand hat es gesagt und es setzt sich dann irgendwann durch so. Ab der 6. Klasse ungefähr war ich dann Matze. Und da war Matthias in Rom dabei, der hieß früher mit Spitznamen Matze. Und seit er Mathe studiert, heißt er mit Spitznamen Mathe. Aha. Das war total cool, weil dann alles ganz gut gepasst. Das war einfach Situationscomic. Ja. Toll. Als halt genau umgedreht war. Verstehst du? Ja. Mhm. Ist nicht blöd. Naja, ich sehe schon, die Story kommt nicht so an, wie ich dachte. Vielleicht weil es Situationscomic war? Ich schlafe ja erst ich mal. Finde, so unlustig ist es jetzt auch nicht. Kannst du mal 12 Stunden einstellen? Hab ich. Hast dich wie ein Profi dabei angestellt. Ja, ja. Nee, ich war noch ganz begeistert von deiner Geschichte. Ach, halt's Maul. Für den Spruch ist die Folge jetzt für dich vorbei. Ach, Menno. Ja. Und das nächste Mal bin ich 3 Folgen dran. Dafür bin ich jetzt ausgeruht. Schön für dich. Warum bist du das nächste Mal 3 Folgen dran? Das habe ich jetzt festgelegt. Gar nicht wahr. Die ersten 3 Folgen, die... Die ersten 3 Folgen, die wir aufgenommen haben, wären meine gewesen. Und die nächsten 3 wären deine gewesen. Also bin ich das nächste Mal dran. Können ja deine Striche eintauschen, die du schon sammelst. Nee. Naja, wir schauen mal. Wir würfeln das aus. Ja, würfeln mal ein bisschen rum. Gut. Na dann, liebe Freunde der Volksmusik, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir auch ausklamüsert haben, wer dran ist. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.